Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzbar, unserer Tanzserie. Jetzt ist Stufe 2 angesagt. Wir tanzen nicht mehr alleine, sondern zu zweit. Es geht los mit den Paartänzen. Und deswegen bin ich heute hier im Theatercafé Linol hier in Reit und werde mal Tango ausprobieren. Das Beste an der Sache ist, wir fangen direkt hier an mit dem fortgeschrittenen Kurs. Den habe ich mir ausgesucht. Das heißt, ich kann eigentlich nur scheitern. Ich werde das Ganze jetzt mal testen. Ich gehe total entspannt an die Sache ran. Okay, das war gelogen. Ich bin nämlich eigentlich total aufgeregt und auch angespannt. Denn schließlich habe ich noch nie in meinem Leben Tango getanzt. Aber da muss ich jetzt wohl durch. Erstmal lerne ich meinen heutigen Tanzpartner kennen, Hans aus Holland. Der tanzt seit einem Jahr Tango und hat jetzt die schwierige Aufgabe, mich über das Parkett zu führen. Jetzt richtig. Und versuchen, ein bisschen locker zu bleiben. Kein Problem für mich. Oh Mann, das ist richtig schwer. Wir tanzen hier übrigens den Tango, der vor über 100 Jahren in Buenos Aires in Argentinien entstanden ist. Geleitet wird der Kurs von Ilona und Salvador Rios. Die beiden haben sich durch den Tango kennengelernt. Ilona hat den argentinischen Tanz vor 16 Jahren entdeckt. Seitdem hat diese Leidenschaft sie nicht mehr losgelassen. Für mich ist genial, dass es ein improvisierter Tanz ist und ich die Möglichkeit habe, die Musik so zu vertanzen, wie ich sie fühle, im engen Kontakt mit dem Partner und ganz viel Improvisationsmöglichkeit habe. Wir haben hier keinen Grundschritt, keine Figuren und keine Folgen und das geht trotzdem. Also es ist richtig improvisiert. Im Grunde geht man als Paar miteinander von einem Bein auf das andere und nach jedem Schritt kann der Mann sich überlegen, welche Richtung nehme ich und auch in welcher Geschwindigkeit interpretiere ich die Musik. Im Tango hat man übrigens keine Tanzhaltung, man sagt, man hat eine Umarmung. Das bedeutet enger körperlicher Kontakt. Mir fällt es gar nicht so leicht, mich wirklich auf meinen Tanzpartner einzulassen, locker zu bleiben, zu entspannen. Ich bin eher ziemlich verkrampft. Die Situation ist erst einmal ungewohnt. Aber es fängt langsam an, mir wirklich Spaß zu machen. Nach und nach klappt es sogar immer ein bisschen besser. Und Hans hat viel Geduld mit mir. Er hat vor rund einem Jahr in Frankreich seine ersten Tango-Schritte gemacht mit einer befreundeten Tanzlehrerin. Was mir sehr begeistert ist, wie der Mann mit der Frau umgeht und wie die Frau dem Mann folgen kann. Also Tango wird geführt von dem Mann und die Frau muss lernen zu folgen, aber die kriegt auch im Tango ihre Freiheit. Dem Mann folgen, das stellt sich für mich als gar nicht so einfach heraus. Jetzt ist Partnerwechsel und ich tanze mit Franz. Die oberste Maxime ist, ich bestimme. Deshalb tanze ich Tango Argentin. Deswegen tanze ich es noch nicht bisher. Immer schön gerade. Die Paare hier sind alle mit totaler Leidenschaft dabei. Ich möchte jetzt mal wissen, was Ihnen eigentlich so am Tango gefällt. Das kann ich dir sagen, weil Tango eine Berufung ist. Tango ist Leben, Tango ist Fühlen, Tango ist diese Frau. Wir sind zum Tango gekommen, weil mein Mann wollte, dass ich mal folgen lerne. Ja, man könnte sagen, ist so eine Art von einer tiefen Sehnsucht, die sich erfüllt im Tanzen. Und aber sie wächst und erfüllt sich. Also es ist eine endlose Geschichte. Und was ich an diesem Tag auch lerne, Tango ist das Rezept für eine gelungene Paarbeziehung. Es geht um Männlichkeit und Weiblichkeit, die man da fühlen kann und die man durch den Tanz vielleicht anders sehen kann. Und man kommt sich körperlich dabei auch sehr nahe. Auch anderen Männern. Und da muss man viel Vertrauen haben, dass man sagt, die Partnerschaft hält dieses auch aus. Wer jetzt auch mal Tango tanzen möchte, der kann einfach mal mittwochs um 20 Uhr im Theatercafé Linol vorbeischauen. Dann gibt es nämlich immer eine freie Übungsstunde, bei der jeder schnuppern kommen kann. Meine erste Tango-Stunde ist jetzt erst einmal vorbei.